Stoppies. Ein Thema bei der Lektion Methoden oder eher Herangehensweise für das Hinterradversetzen. Es kann sein, dass du in der Bikeschule, in der du arbeitest oder die dir gehört, oder wenn du im Sportverein bist, mit den Kids, die du arbeitest, wo du mal weitermachst, Umsetzen als ein wichtiges Thema hast im absolut fortgeschrittenen Bereich. Das heißt, fahrtechnisch komplex, mental sehr fordernd, Hinterradversetzen sehr delikates Thema für dich als Trainer oder Trainerin, weil es ist ein Sturzrisiko involviert, es hat viel mit Selbstbewusstsein, Entschlossenheit der Teilnehmer zu tun, auch Einschätzung für dich als Trainer, was kann ich machen, um die Leute sicher an dieses Hinterrad in Luft haben, mit Hilfe der Vorderbremse da heranzuführen. Und auch für dich wichtig, was kann ich den Leuten schon in den Ausschreibungen im Level 3, wie du es auch nennst, oder im Versetzkurs, Kehrenkurs, was kann ich den Leuten denn da versprechen, was ich auch halten kann? Weil da ist doch wieder der Klassiker, denen jetzt zu versprechen, wir lernen jetzt in dem Kurs das Versetzen. Das ist nicht sehr realistisch. Meistens startest du Lernprozesse, inspirierst, motivierst, gibst Feedback. Aber du kommst noch nicht zur Endform zum Hinterradversetzen, weil beim Stoppie mit der Bremse das Hinterrad hochkommen lassen, eine Zusatzbewegung dazu, da ist oft schon eine Baustelle, wo die Leute erstmal, auch wenn sie schon sehr viel Erfahrung bisher hatten, und sofort merken, okay, da muss ich jetzt weiter dran üben, über Tage, Wochen, Monate, und dann kann ich erst weiter zum Versetzen kommen. Das ist ja ganz normal und das musst du schon transparent vermitteln, damit du keine falschen Versprechen und die Leute sagen, ja, ich hatte jetzt heute erwartet, wir gehen den Trail versetzen, dann schön im Spitzkehren-Trail in der fiesen Kehre das Hinterrad. Weil es stand ja auch in der Ausschreibung, dass wir das anwenden im Gelände. Da musst du schon realistisch sein und den Leuten das Handwerkszeug, das Wie und das Warum geben. Das, was ich jetzt auch mit dir als Trainer machen will. Das Gute ist natürlich, das Hinterradversetzen ist ein Thema, was du wirklich nur im absolut fortgeschrittenen Bereich machst. Wo du auch das Risiko, dass sich da jemand, irgendwie, der eigentlich erstmal einen Level-1-Kurs bräuchte, da einbucht, ist extrem gering. Da weiß jeder schon, das ist ein sehr fortgeschrittenes Manöver. Und wenn es gut läuft, hast du da recht homogene Gruppen. Es kann natürlich auch ein Thema für Einzelpersonen sein, die das üben, die jetzt mit deinem Feedback, deiner Hilfe da weiterkommen wollen. Ein kleiner Hinweis wieder von mir für dich und zwar, denk da jetzt auch bitte nicht in schwarz und weiß, in richtig und falsch. Du wirst aber wieder merken, warum ich gewisse Dinge mache. Das hat seine Gründe, es hat wieder viel auch mit Prägung zu tun, weil es gibt verschiedene Techniken, die können sich auch vermischen, aber ich muss ja schauen, dass ich den Teilnehmer oder die Teilnehmerin erstmal auf etwas präge. Und wenn du das machst, dann möchtest du sie auf eine Technik prägen, die auch nachhaltig ist, vielseitig einsetzbar ist und die nicht irgendwann zu einer Sackgasse führt. Wenn du jetzt als Trainer schon mal Tutorials von anderen Trainern auf YouTube guckst und so weiter, wirst du ja schon mal gehört haben, dass viele unterscheiden zwischen dem statischen Hinterradversetzen und dem dynamischen. Ich bin ja eh nicht so ein Freund davon, auch gerade vor Teilnehmern immer 1000 neue eigene Begriffe einzuführen. Jeder Trainer interpretiert die dann wieder anders und es gibt ein großes Wirrwarr, weil du weißt ja, viele Teilnehmer sind sehr flexibel und machen Kurs bei der Bikeschule, dann bei der, dann mal in Österreich, dann mal einen Kurs von einem Camp oder einer Reise. Und wenn jeder Trainer, der diese Begriffe einsetzt, da wieder was anderes meint, ist das verwirrend. Deswegen halte dich an den roten Faden, den du mit deinen Kollegen gemacht hast. Oder schau mal, dass du die Teilnehmer erstmal nicht mit deinen ganzen Spezialbegriffen zubombst, sondern erstmal verständlichen Kurzbeschreibungen arbeitest. Hinterrad hoch, da weiß jeder, was gemeint ist. Und du musst dann nicht Klassifizierung dafür einführen. Jetzt geht es darum, eine Herangehensweise zu finden. Und wirklich, Step by Step ist hier wie bei vielen Dingen so existenziell, weil es auch um Risiko geht und auch um mentales Herantasten. Ja, und da gehört dazu zu checken, Leute, wer von euch hat denn schon mal den Stoppie geübt? Mithilfe der Vorderbremse, das Hinterrad hochbringen, vielleicht habt ihr es unterstützt mit einer Körperbewegung. Wer hat das schon mal gemacht? Hand hoch. Sowas kannst du fragen und dann hast du schon mal einen Überblick und dann kannst du auch sagen, okay, ich lasse euch das jetzt mal machen, zeigt mir mal, wie ihr das geübt habt. Ihr habt ja schon viele Stoppies gemacht, ich habe ja gerade gefragt. Dann hast du schon mal einen Überblick, wie ist der Stand der Gruppe. Und du musst nicht sagen, hey, ihr seid hier, ich zeige euch das jetzt, komm, wir machen das so. Sondern du kannst das viel besser anpassen an die jeweiligen Individuen, an die jeweilige Gruppe. Ja, dann lässt du das machen und wirst dann schon sehen, was kommt denn da so. Haben die schon sich ganz gute Dinge angewöhnt oder auch typische Fehlerbilder oder auch gefährliche Dinge, wo du als Trainer so ein bisschen denkst, wenn das jetzt noch gesteigert wird, dann geht es fast über den Lenker. Und da muss man wieder Step by Step vorangehen. Der sogenannte Stoppie ist dabei grundlegend.
Ich weiß jetzt sofort, vielleicht versteht unter Stop jemand Nose Wheelie, also im Vorderrad so rollen. Ja, Endo, Stoppie, es ist wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie du das jetzt definierst. Für mich ist halt ein Stoppie dieses, es macht Stopp und das Hinterrad kommt hoch mit Hilfe der Vorderbremse. Nur ich will jetzt die Begriffsklärung, damit du meine Sprache jetzt verstehst und ich denke Stoppie immer, ich meine diesen langen, schleifenden Nose Wheelie, sondern wirklich Stopp. Und ich habe auch bei meinen Teilnehmern, dass ich ihnen das direkt klar sage, damit keine Missverständnisse entstehen. Und das ist die Eintrittskarte, das kannst du transparent vermitteln. Da muss sich jeder wohl mitfühlen, muss das konstant abrufbar haben. Sichere, gute Stoppies. In der Methodik kannst du hingehen und sagen, wenn du Leute hast, du merkst, das sieht sehr unsicher aus, dann lässt du sie erstmal so ganz kleine Stoppies machen und sagst ihnen ganz klar. Und manchmal denke ich mir für die Kurse, ich hätte am liebsten so ein Schild, wo drauf steht langsam. Weil ein Klassiker ist, die Leute rollen viel zu schnell an, wenn sie jetzt ein Stoppie machen wollen. Und dann passiert entweder gar nichts, weil der Finger schon automatisch zum Gehirn irgendwie in der Verbindung sagt, nee, mach mal nicht viel, oder lehnen sich ein bisschen nach hinten gegen, dann geht das Hinterrad gar nicht hoch. Oder sie haben so, okay, ich probiere, hauen voll rein und weil sie so schnell waren, geht das Hinterrad krass schnell hoch und es kommen Überschlagsgefühle bis hin zur Überschlagsgefahr. Deswegen langsam. Es muss auch nicht direkt mit Gefälle sein, nachher hilft ein Gefälle, aber wenn du sie langsam machen lassen kannst, dann wirst du merken, okay, Schritt für Schritt und Safety first. Wenn du eine gute Wiese hast, die du benutzen darfst, wo nicht so viele Maulwurfshügel drauf sind, die du nicht kaputt machst, ist jetzt Faktoren, die ist leider nicht so oft gegeben, aber ich weiß, bei manchen gibt es sowas, dann gerne auf einer Wiese, weil dann hast du auch nicht das, ja, dann hast du es ein bisschen vom Gefühl her angenehmer für die Teilnehmer, dass sie nicht diesen harten Asphalt schon so vor sich in Gedanken spüren beim Aufschlag. Also positive Bilder geben und wenn es geht, auch auf weichem Boden üben. Muss aber Grip haben, nichts Rutschiges, sonst rutscht das Vorderrad schon weg. Es gibt ein paar Lernschritte, die du machen kannst. Du kannst sagen, nur mal die Vorderbremse ziehen, so bis zum Stand kommen. So bis zum Stand kommen und mal nach hinten gehen. Als Exit-Strategie, wenn du Leute hast, die wirklich unsicher wirken. Du kannst auch dann sagen, extrem langsam fahren und dann bewusst die Vorderbremse wirklich radikal und erstmal sonst nicht viel machen und mal gucken, was passiert, wie fühlt sich das an. Die Leute brauchen ja auch eine Rückmeldung, eine sensorische vom Boden, vom Bike, was passiert. Wie gesagt, bei Leuten, die sich daran tasten. Wenn jemand schon viel mehr mitbringt, weil er gute Stoppies schon gemacht hat, kannst du da natürlich auch später einsteigen. In einzelnen Schritten arbeiten, das nutzen, was die Teilnehmer mitbringen und dann da ansetzen, wo eine Baustelle ist. Dann ist natürlich eine wichtige Geschichte, dass sie auch mehr Vertrauen dafür kriegen, wenn sie jetzt sich ein bisschen dabei groß machen, also Vorderbremse stark ziehen und dabei aufrichten. Ich würde das auch wirklich konservativ langsam anfangen, nicht direkt so radikal und alles so extrem dynamisch mit viel Preload und mit vielen Sprunggefühlen. Nee, lieber erstmal viel Bremse, das ist meine Philosophie. Wenn du deine Gründe hast, das anders zu machen und das für dich logisch ist, auf jeden Fall alles okay. Für mich auch für mein eigenes Gefühl, ich will ja das lernen, was ich selber fühle. Viel mit der Bremse. Unterstützen mit dem Körper, Schritt für Schritt. Dann wirst du Dinge merken, manche brauchen wieder ein bisschen mehr Einspannung in die Pedale, weil sie dann ein bisschen das Pedal verlieren. Manche sind sehr steif und kriegen schnell Überschlagsgefühle. Dann wäre jetzt der nächste Schritt, wo du ansetzen kannst, zu sagen, wenn sich das langsam steigert, für die Sicherheit, für das Gefühl und generell kommt wieder die Bike-Körpertrennung ins Spiel. Und zwar, wenn das Hinterrad immer höher kommt, du hast dich mit groß gemacht, die Beine wurden gestreckt, kommt das Hinterrad hoch, 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 hoch. Und dann musst du das Fahrrad auch in dich reinkommen lassen. Das heißt, das Hinterrad kommt hoch, die Beine beugen sich wieder, die Arme bleiben gerade und der Sattel wandert unter dir nach vorne. Wenn du Teilnehmer hast, wo das Hinterrad sehr hoch kommt, aber der Sattel klebt unterm Po, kriegen die Überschlagsgefühle. Der Sattel muss nach vorne wandern können. Das ist ein ganz wichtiges Ding für die Sicherheit deiner Teilnehmer. Beim Stoppie üben, für die Sicherheit auch das Mitgeben, dass man den Sattel wieder mit der Bike-Körpertrennung nach vorne wandern lässt. Die Arme bleiben dann gestreckt und die Beine beugen sich. Auch ruhig intuitiv das üben lassen. Nicht direkt ins Radikalste, in die Radikalstüge gehen. Ja, und da hast du verschiedene Methoden, das die Leute spüren zu lassen. Aber achtet da bitte drauf, weil die Leute, die das noch nie gespürt haben, dass wenn das Rad sehr krass hochkommt, dass in dich reinwandert, der Sattel nach vorne wandert, die Arme gerade bleiben. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es wirklich gefährlich. Immer bitte die Anmerkung mitgeben, man kann immer die Vorderbremse aufmachen.
Ich weiß, dass manche Trainer eine Hilfestellung geben, dass sie sich so davor stellen, um quasi eine Absicherung zu geben, wenn sich jemand herantasten will. Ich muss zugeben, ich habe damit mal experimentiert, es hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Teilnehmer waren sehr abgelenkt, weil sie Angst hatten, mich umzufahren. Ich hatte auch Angst, dass sie mich umfahren, dass ich das Vorderrad gegen Schienbein bekomme. Ich bin jetzt auch nicht so extrem groß, habe nicht so mega lange Arme. Wenn ihr da gute Varianten für euch gefunden habt, auch okay. Ich möchte die Leute lieber im Freien üben lassen, weil zu Hause üben sie es auch so. Aber Schritt für Schritt mit Sicherheitshinweisen. Finger kann immer gelöst werden. Auf einer Wiese üben fühlt sich besser an. Und dann, je mehr das Hinterrad hochkommt, desto mehr es in sich reinlassen, den Sattel unter dir nach vorne wandern lassen. Du und das Bike sind wieder getrennt und keine fixe Einheit. Du kannst nochmal abprüfen, auch im Fortschrittenbereich haben die Leute einen ganz ruhigen Bremsfinger für das schleifende Bremsen. Wenn du merkst, da ist die Baustelle, die Übung kennst du aus dem Basic-Bereich. Ja, dann ist es eine gute Herangehensweise, wenn man diese Technik gewählt hat. Der Hinterrad folgt dem Vorderrad beim Versetzen. Dann müssen die Leute diesen Moment spüren, wo die Bremse erstmal ganz blockiert ist und dann weiter schleift. Nicht sofort runterfällt, aber auch nicht Stillstand bleibt und aber auch nicht sofort in Not, wie die direkt dann ganz zu, Vorderrad blockiert, schleifen. Das tief hochgehen kannst du damit ruhig reinbringen, um das zu verstärken. Ich möchte das mal zeigen. Vorderrad blockiert und schleifend. Gerne dann mit mehr Gefälle, gerne dann in der steilen Wiese, gerne auf einem Waldweg, der steiler ist. Ja, das ist ganz wichtig, weil das wird nachher der Moment sein, wo das Hinterrad dem Vorderrad folgt. Ich möchte dir jetzt vor allem die Methoden zeigen, wie du dich daran tasten kannst. Und wie gesagt, du wirst sofort Leute haben, du merkst, die haben das schon geübt und die werfen immer sofort ihr Heck mit dem Körper nach außen. Landen dann so, alles geht nach außen. Anstatt, wie wir es nachher machen wollen, mit Radneigung einlenken, dass das Hinterrad dann in eine Flucht mit dem Vorderrad kommt. So natürlich, wie von allein fühlt sich das an. Du wirst auf meinem YouTube-Kanal, das kann ich jetzt nochmal sagen, da mehrere ausführliche Videos finden. Ich möchte jetzt nicht nochmal die komplette Technik hier für dich erklären, weil das sprengt den Rahmen, so wie ich es vermittle. Aber ich möchte die Methoden geben, damit du da heransetzen kannst, wenn du jemanden hast, der eh immer nur das Heck und den Körper nach außen wirft, dass du ihm auch vermitteln kannst, hey, das ist auch eine Technik, die ist okay, aber im Spitzkerngelände willst du eigentlich nicht alles nach außen werfen, da kippst du schnell so raus und musst immer wieder erst nach innen korrigieren, sondern dass du ihm das transparent warum geben kannst, warum diese eine Technik auch sehr gut ist, wo das Hinterrad dem Vorderrad folgt und du kleine Versätze machst oder größere, wenn du länger auf dem Vorderrad rollst. Mit Radneigung, Blickführung, Körperrotation, einlenken, Hinterrad folgt dem Vorderrad. Ja, und dann ist wie gesagt die Frage, kannst du das jetzt schon im Trail anwenden? Also bei mir ist es in der Regel, ich sage nee, ganz klar nein. Jetzt müssen die Teilnehmer üben. Jetzt müssen sie weitermachen, sie wissen, wo ihre Baustelle ist. Du kannst es per Videoanalyse nochmal verstärken, du kannst ein Verständnis dafür wecken, wie das Ganze funktioniert. Du kannst die Leute aufbauen, loben. Du musst aber auch ehrlich sein, wenn du sagst, okay, komm, da ist was, wo du ganz stark dran arbeiten musst. Da kannst du nicht zwei Schritte überspringen, jetzt versetze ich, sondern du musst dich dann die Leiter hochklettern, Step by Step. Ja, und dann steht diesem anspruchsvollen Manöver auch nichts im Wege. Sei aber so realistisch und sag den Leuten noch, hey, das dauert Monate. Du hast dir da eine Technik ausgewählt, die ist nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch mental sehr. Ja, und wenn du dich an dieses Thema herantraust, denk bitte darüber nach, dass du noch eigene Methoden, Herangehensweisen entwickeln kannst, dass du dich weiter inspirieren lässt und dass du es aber selber wirklich auch erstmal schön sauber fahren kannst. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.